Wir leben in einem Zeitalter der Umbrüche. Nachhaltigkeit, Digitalisierung, aber auch der demografische Wandel, das alles stellt unsere Unternehmen und natürlich auch unseren Staat vor riesengroße Herausforderungen. Als FDPler und auch wir als Julis betrachten wir das Ganze mit großer Sorge, wie einerseits unser Staat überholt wird von anderen Staaten, sei es bei der Bildung, sei es bei der digitalen Infrastruktur, wie andererseits unsere Unternehmen überholt werden. Es gibt Unternehmen in anderen Staaten, die haben Geschäftsmodelle, die haben unsere Unternehmen noch gar nicht verstanden, wie diese überhaupt funktionieren. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Corona stellt das Ganze nochmal in ganz anderes Licht, sodass es jetzt auch endgültig der Letzte versteht. Und genau mit Corona fangen wir auch an. Meine erste Frage geht an die Elvira Nägele, Architektin, zweifache Mutter. Und als Architektin, muss sie natürlich ihr Unternehmen auch erfolgreich durch die Corona-Krise leiten. Von daher mal meine erste Frage, Frau Nägele, wie funktioniert es? Was für Probleme müssen Sie da täglich bewältigen? Und wie sieht es mit den Corona-Hilfen aus? Kommen die an oder was muss man da machen, damit die auch wirklich bei Ihnen vor Ort ankommen? Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Bei uns im Architekturbüro ist es noch so, dass wir noch nicht so klagen können. Wir haben trotzdem das Thema Ausfälle, Quarantäne, Mitarbeiterin selbst erkrankt und das Thema ist dann noch die Feiertage und die Urlaube, wo die Mitarbeiter auch einen Anspruch drauf haben. Somit habe ich lange Ausfallzeit in der ganzen Zeit von Corona und habe jetzt die Anträge erst am Freitag nochmals hochgeladen, weil es gab bis jetzt immer noch kein Formular, das online war. Und erst konnte man das an die Behörde senden und jetzt ging es doch nicht mehr. Jetzt habe ich es online hochgeladen und kurz bevor ich fertig war, ist das ganze System abgestürzt. Ich musste dazu meinen Steuerberater bitten, mir mehrere Daten zu liefern für die Gehälter von den Mitarbeitern. Es waren auch einige Stunden, wo ich ihm dafür bezahlen musste, weil man immer den Anteil Kirchensteuer, Krankenkasse und Pflegeversicherung ausrechnen musste, wie viel Ausfallzeit es ist. Also für 300 Euro Zuschuss hatte ich, glaube ich, 4, 5 Stunden Arbeit und ich habe dann am Schluss überlegt, ob ich es überhaupt noch beantrage. Ich denke, der Bau ist aktuell so noch nicht betroffen, auch die Handwerker haben ja das Thema, dass es ihnen an Aufträgen mangelt. Aber ich sehe kommen, die, wo jetzt momentan in Kurzarbeit sind, haben einfach ein geringeres Einkommen. Das sind meine private Bauherren und ich denke, in der Baubranche wird es so kommen, dass wir in einem Jahr bestimmt wieder ein Tief haben. Na, dann hoffen wir, dass Sie als zukünftige Landtagsabgeordnete für die FDP schauen, dass das nicht passieren wird. Herr Tonka, jetzt haben Sie die Praxisbeispiele gehört. Sie sind Bundestagsabgeordneter, kommen aus Böblingen, beschäftigen sich hauptsächlich mit Finanzen, natürlich auch Wirtschaftspolitik. Das heißt, Sie kriegen es hautnah mit, was die Bundesregierung macht mit ihrer eigentlich ja selber rettungsbedürftigen Rettungspolitik. Was genau läuft in Berlin falsch und was können wir als FDP da besser machen? Also ich glaube, wir sehen an Corona ja, dass wir in Deutschland riesengroße Aufgaben haben. Und das war vorher schon so, aber durch diese Krise jetzt, wo alle, die Wirtschaft, die Gesellschaft, aber auch der Staat, die Behörden, nochmal bis an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit gehen müssen, da sieht man eben doch auch noch stärker, dass Deutschland einfach ein Land ist, wo vieles nicht mehr ganz so ist, wie es unserem Selbstbild noch entspricht. Wir denken immer noch, wir sind wirtschaftlich das Maß aller Dinge auf der Welt. Wir sind, was die Organisationskraft angeht, unsere sozusagen auch Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, das Maß aller Dinge. Und es zeigt sich schon, dass wir in Deutschland ein bisschen satt, ein bisschen ruhig geworden sind. Übrigens ist das in Baden-Württemberg ganz genauso. Baden-Württemberg war ja in Deutschland immer an der Spitze lange Zeit, lange nicht mehr so. Und ich habe das Gefühl, wir haben uns ein bisschen sehr daran gewöhnt, dass der Laden von alleine läuft und zu wenig dafür getan, schon in den letzten Jahren, nicht erst seit dieses Virus da ist, sondern in den letzten Jahren, dass wir als Gesellschaft vorankommen, dass wir innovativ sind, dass wir bei technologischen Entwicklungen vorne dran sind und damit natürlich auch wirtschaftlich so dynamisch bleiben, wie wir es in den letzten 10 Jahren zum Glück gewesen sind. Und was unseren Staat angeht, der verhebt sich, glaube ich, zusehends. Der soll alles richten, egal worum es geht. Aber man sieht eben auch, dass ein Staat, der an zu vielen Baustellen gleichzeitig zu kämpfen hat, eben auch im Kernbereich nicht mehr richtig funktioniert. Und da können wir über die Wirtschaftshilfen reden, die nicht richtig funktionieren, weil wir es furchtbar kompliziert machen mit den Anträgen, mit den Bedingungen, die man da erfüllen muss.
Man kann über das Thema Impforganisation reden. Wir sitzen auf Impfstoff, der nicht verwendet wird, obwohl er da wäre und uns das Leben leichter machen könnte. Wir könnten über die App reden, die wir nicht richtig in Gang bringen, die Corona-App. Über das Thema Schulunterricht, digitaler Schulunterricht. Also wir sehen, glaube ich, an dieser Krise, dass wir in Deutschland enorm viele Aufgaben zu erledigen haben, dass wir uns nicht satt und zufrieden zurücklehnen sollten. Und ich glaube, das sind Zeiten in Baden-Württemberg wie auch in der Bundesrepublik, die schreien geradezu nach einer politischen Kraft, die was modernisieren will, die was in Bewegung bringen will und die nicht einfach sagt, Sie kennen mich oder sowas, sondern die sagt, der Impuls fürs Land, das ist, glaube ich, genau das, was wir in Stuttgart und auch in Berlin jetzt brauchen. Absolut. Bleiben wir gerade mal bei den Finanzhilfen. Sie hatten es jetzt auch nochmal angesprochen. Unter vielem, was verbesserungsbedürftig wäre im Bund und natürlich auch im Land, was genau sollten wir da besser machen und was genau läuft dann bisher schief? Die Bedingungen sind nicht klar genug. Wofür bekommt man jetzt Hilfen? Was muss man da genau nachweisen? Was wird angerechnet, was wird abgezogen? Und es dauert auch einfach zu lang, bis das Geld da ist. Die Unternehmen brauchen es eigentlich vorgestern. Und jetzt kommt dann langsam mal eine Website, wo man diese Anträge stellen kann. Und deswegen war zum Beispiel unser Vorschlag der FDP, und zwar schon seit Mai oder Juni, also seit Frühsommer 2020, die sogenannte negative Gewinnsteuer. Also wir sagen im Grunde, es gibt doch eine Behörde, mit denen hat jedes Unternehmen zu tun, nämlich das Finanzamt. Manchmal seufzen die Unternehmen ein bisschen, dass sie so viel mit dem Finanzamt zu tun haben, aber jedenfalls das Finanzamt kennt die Unternehmen. Es fließt ja ständig auch Geld zwischen Unternehmen und Finanzamt. Die Daten, die wirtschaftliche Lage des Unternehmens ist beim Finanzamt wohl bekannt. Deswegen haben wir gesagt, das sollte doch eigentlich sozusagen auch der Kanal sein, auf den die Hilfen fließen, einfach weil es am schnellsten und unkompliziertesten umsetzbar ist. Und dann haben wir vorgeschlagen, dass wir Unternehmen erlauben, Verluste, die sie jetzt machen oder nächstes Jahr machen oder letztes Jahr gemacht haben, zurückzutragen und mit vergangenen Gewinnen verrechnen. Was dazu führen würde, dass viele, viele Unternehmen, vor allem die auch im Kern wirtschaftlich gesunden Unternehmen, sofort eine Steuerrückerstattung bekommen würden, Geld bekommen würden, mit dem sie arbeiten könnten, das ihnen bleiben würde. Natürlich brauchen wir nebenher auch noch Dinge wie Kurzarbeitergeld zum Beispiel. Das schließt sich nicht aus. Aber als Unterstützung für die Unternehmen ist diese negative Gewinnsteuer, glaube ich, entscheidend. Zweitens so eine Art Unternehmerlohn. Wir haben natürlich gerade auch bei Solo-Selbstständigen, bei kleineren Selbstständigen oft die Situation, die haben vielleicht nicht das Problem, dass sie ganz hohe laufende Kosten haben, die ihnen davon galoppieren, sondern die haben das Problem, dass wenn jemand zum Beispiel Musiker ist, einfach momentan keine Umsätze entstehen, nichts gemacht werden kann, kein Geld in die Kasse kommt, aber der Lebensunterhalt ja irgendwie gesichert werden muss. Und auch dieses Thema Unternehmerlohn, Sicherung des Lebensunterhalts, kann man in unsere negative Gewinnsteuer integrieren, kann das über die Finanzämter auch abwickeln. Und das Dritte, was wir vorschlagen, ist, dass wir die Abschreibungsmöglichkeiten erheblich verkürzen. Abschreibungsmöglichkeiten, das ist ein Investitionsturbo. Und wir wollen ja, dass die jetzt investieren, die jetzt ins Risiko gehen, dass die das auch erstens machen, dass sie es möglichst bald machen, dass der ganze Konjunkturmotor wieder in Schwung kommt. Und dass sich das auch jetzt lohnt, ins Risiko zu gehen. Wir glauben, dass das dann auch dazu führt, dass wir in den nächsten Jahren wieder mehr Wachstum und eine schnellere Erholung haben. Und mit all diesen Maßnahmen kann man, glaube ich, unter den sicher schwierigen Umständen, das wird keinem Unternehmen jetzt leicht ergehen dieses Jahr und wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch sehr schwierig bleiben, aber man kann jedenfalls den Unternehmen unkompliziert und schnell helfen. Und ich glaube, wenn ich das noch sagen darf, Die Gesellschaft schuldet den Unternehmen jetzt auch mal Solidarität. Die Unternehmen schaffen über Jahre hinweg Arbeitsplätze, Sozialversicherungsbeiträge, Steueraufkommen, Stabilität in den Kommunen vor Ort, bis hin zum Sponsoring vom Sportverein, Trikots oder andere Dinge. Die sind präsent vor Ort. Also da ist eine ungeheure Leistung unserer Unternehmen für die Gesellschaft über Jahre hinweg da gewesen. Und jetzt ist einmal die Situation da, wo Unternehmen unverschuldet in Not sind und die Solidarität der Gesellschaft, glaube ich, auch verdienen. Und das ist kein Geschenk an die Unternehmen, denen jetzt zu helfen, sondern es ist, dass die Gesellschaft einmal jetzt auch zurückzahlt, was sie über Jahre hinweg von den Unternehmen bekommen hat. Mhm. Und abgesehen davon ist es auch einfach schlau, denn wir brauchen die Unternehmen ja auch in den nächsten Jahren als Arbeitgeber, als Steuerzahler.
Und insofern ist mir ganz wichtig zu sagen, die Unternehmen haben das verdient. Die Gesellschaft ist jetzt auch in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere wirtschaftliche Substanz auch überleben kann. Ja, das ist absolut ein Geben und Nehmen, da haben Sie natürlich recht. Frau Nägele, zu den ganzen skizzierten Vorschlägen von der Theorie in die Praxis, kommt das an? Hilft das? Ich finde es sehr gute Vorschläge, wo der Herr Dr. Tomka hat. Genau, die Solidarität habe ich mir gerade notiert für Unternehmen und vom Arbeitnehmer auch mal von der Gesellschaft finde ich sehr wichtig. Also dass man auch mal sieht, dass die Arbeitgeber nicht den Arbeitnehmer immer nur ausnutzen wollen, sondern ja auch eine starke Finanzkraft sind der Unternehmer für den Staat, der wirklich gerade meines Erachtens auch echt überfordert ist mit den Themen. Aber auch ja auch verantwortlich ist für einzelne Mitarbeiter. Ich in meinem Betrieb habe auch eine Verantwortung zu schauen, dass meine Mitarbeiter Geschäft haben. Also ich bin ständig in der Akquise tätig und es geht ja andere Unternehmen auch so. Ja, absolut. Ja. Kommen wir weg von Corona. Haben wir lange genug drüber gesprochen. Müssen wir schon über ein Jahr drüber sprechen. Leider. Hoffentlich nicht nochmal ein Jahr. Das liegt natürlich auch an uns. Ich hatte es im Eingang erwähnt, Digitalisierung, Nachhaltigkeit, demografischer Wandel. Das sind Themen, die haben uns schon beschäftigt, die werden uns auch in Zukunft beschäftigen, aktuell sowieso. Ich finde, man muss die Themen alle zusammen betrachten, man kann die nicht isoliert betrachten. Wie sehen Sie das, Herr Tonka? Muss man die Themen zusammen betrachten, separat? Gibt es da vielleicht sogar Überlegungen bei der FDP, dass es sozusagen Masterpläne gibt? Also man muss es zusammen betrachten. Eigentlich ist bei jedem Thema, das sich heute stellt, Digitalisierung die Lösung oder jedenfalls ein ganz wichtiger Teil der Lösung. Ob das Thema Nachhaltigkeit ist, dass man zum Beispiel dafür sorgt, dass Verkehrsströme effizienter fließen, dass weniger verbraucht wird über digitale Verkehrsleitsysteme, bis hin zum autonomen Fahren, wovon ich überzeugt bin, einen enormen Umwelteffekt haben wird. Auch das Thema Homeoffice ist ja auch ein Umweltthema, muss man ja auch sagen. Reduziert Verkehrswege, reduziert Emissionen, also großartige Sache. Aber auch ganz anderes Thema, an dem ich arbeite, das Thema Steuern. Ich will, dass wir in den nächsten vier Jahren, im Bund jedenfalls, wenn die FDP mitregiert, dazu kommen, dass ein normaler Arbeitnehmer, der keine sozusagen zusätzlichen Einkünfte hat, die es irgendwie komplizierter machen, dass ein normaler Arbeitnehmer eine voll digitalisierte Steuererklärung über eine App machen kann und auch einen digitalen Bescheid bekommt, und zwar innerhalb von 48 Stunden, nachdem er seine Angaben abgeschickt hat. Dann kann man nämlich eigentlich ziemlich automatisch ausrechnen, was die Steuer ist. Also ich will jedenfalls als Angebot für die Arbeitnehmer und auch für andere, ich sag mal, einfache Fälle auf jeden Fall in den nächsten vier Jahren zu einer digitalisierten Besteuerung kommen. Und dann muss es auch schnell gehen. Und es gibt so viele Länder, die das können. Also ich glaube in der Tat, egal worüber wir reden, Digitalisierung ist Teil der Lösung und muss vorangebracht werden. Deswegen wollen wir ja auch als FDP im Land, in Baden-Württemberg wie im Bund, ein Digitalministerium. Also einen Minister oder eine Ministerin, der oder die dafür verantwortlich ist, dass die Gesellschaft sich digitalisiert und die genau das, was Sie sagen, nämlich dass man eben auch wirklich Digitalisierung als Thema, als umfassendes Thema genau begreift, umfasst ja alles. Auch entsprechend voranbringen kann. Frau Nägel, direkt dazu irgendwelche Gedanken? Ja, natürlich. Also für mich ist das natürlich das Hauptthema, die Digitalisierung, oder sage ich mal als Architekt das Fundament für alle Bereiche, die ich so passend formuliere darf. Und ich sehe halt einen Faktor, wo wir immer nicht berücksichtigen, ist die Schule. Weil hier beginnen wir schon mit der Digitalisierung und die Schulen sind so veraltet, da haben die Lehrer kein Equipment, die Schüler haben das halt von den Eltern mal sagen, so als Downgrade. Also wenn bei mir das Handy ausläuft, kriegt das ein Sohn oder eine Tochter von mir. Und die ganze Schule ist so veraltet und die Lehrer sind nicht geschult, die haben nicht die Software, die haben nicht die Endgeräte, die haben nicht die Lizenzen für die Software. Also ich habe einen Vortrag in der Schule gehalten über meinen Beruf. Und die hatten nicht einmal das notwendige Equipment, das habe ich dann mitgebracht. Und wenn ich meine Kinder sehe und auch die anderen in der Schule, ich finde es eigentlich nicht verständlich, dass wir heute nicht mit E-Book-Reader arbeiten, wo wir als Arbeitsmittel benutzen können. Jetzt durch den Lockdown habe ich gestern Abend mit meiner Tochter gelernt, Mathematik, also nicht gerade mein Lieblingsfach. Aber es war wunderbar, wenn sie die Zahlen dann im iPad geschrieben hat und dann konnte sie das hin und her schieben, wieder löschen, wieder nach oben und unterschieben, die Formeln.
Und ich finde, verstehe das jetzt mal, noch Papier und Bücher in die Schule trage. Und wenn die Kinder und Jugendliche heute schon in der Schule das lernen, den Umgang, die sind uns ja schon, sagen wir mal, privat voraus, aber schulisch halt nicht. Und wenn wir das zusammenkoppeln und das gegenseitig ergänzt, dann haben wir halt auch eine gute Basis dann in der Ausbildung für die Betriebe und oder auch im Studium. Erst dann im Studium oder nach dem Studium beginnt es ja bei der Jugendliche eigentlich erst, dass sie richtig digital arbeitet. Weil die Schule ist ja eher eine Verhinderung. Ja, absolut. Also kann ich selber aus meiner Erfahrung auch erzählen. Das war in der Schule immer alles nur analog. Man hat da nie irgendwas digital gemacht. Es gab in einem Schuljahr mal Programmierunterricht. Da war mehr als rudimentär. Die Qualität war auch mehr als ausbaufähig. Und dann erst im Studium ging es dann wirklich los mit digitalen Themen. Komme als Abschlussfrage aber ein bisschen ab von dem Digitalen. Ich würde aber gerne noch mal eins zum Thema Digitalisierung der Schulen sagen, weil wir ja hier in 13 Tagen einen neuen Landtag wählen und also am 14. März einen neuen Landtag wählen in Baden-Württemberg. Und eins müssen die Wähler, glaube ich, wissen. Wir haben ja in den letzten Jahren gerungen über die Frage, wie kann man es schaffen, dass die Schulen eine bessere Digitalausstattung bekommen. Und da haben wir als FDP dafür gesorgt, über eine Grundgesetzänderung, dass das passiert, dass es den sogenannten Digitalpakt gibt, dass der Bund sich auch an den Kosten für die Digitalisierung von Schulen beteiligen kann. Dafür musste man ja das Grundgesetz ändern. Und bei der Diskussion um diese Grundgesetzänderung war es so, dass es zwei große Blockierer gab, die das nicht wollten, die nicht wollten, dass der Bund Geld für die Digitalisierung der Schulen ausgibt. Einerseits die gesamte CDU/CSU, einschließlich der Bundesbildungsministerin, die hat dort auf die Bremse getreten. Und der zweite große Blockierer hieß Winfried Kretschmann. Der hat, anders als der Rest der Grünen, hat Herr Kretschmann und damit auch das Land Baden-Württemberg gesagt, wir wollen kein Geld vom Bund für die Schulen, auch nicht für Digitalisierung. Und das muss man zur Wahrheit eben auch jetzt mal sagen, weil das ja wichtig ist auch, um die Leistung dieser Landesregierung zu beurteilen. Wir haben es am Ende durchgebracht, aber wir hätten noch weitergehende Lösungen finden können, wenn die CDU/CSU und auch Herr Kretschmann insbesondere nicht immer blockiert und auf die Bremse getreten hätten, dann hätten wir schon mehr auch in dem Bereich noch erreichen können. Und das wird jetzt natürlich nach Corona auch der nächste Schritt sein müssen, dass wir uns neu unterhalten politisch über die Frage, wie kann denn der Bund den Ländern und den Kommunen dabei helfen, die Schulen wirklich digital so aufzustellen, dass uns das nicht wieder passiert, was jetzt in den letzten Monaten hier abgelaufen ist. Ja, da haben Sie natürlich recht, Herr Tonka. Ich denke, Sie haben gesehen, liebe Zuschauer, wer gestalten möchte, das sind wir. Die Bremser sind die anderen. Wenn Sie einen Impuls fürs Land haben möchten, wenn Sie frische Köpfe dabei haben möchten, im Bund haben wir sie Gott sei Dank schon, hoffentlich auch bald dann in der Regierung. Wenn Sie frische Köpfe im Land haben möchten, am 14.03. das Kreuzchen bei der FDP machen. Elvira Nägele, Ihre Frau für den Landtag. Vielen Dank fürs Zuschauen.